bin ich wieder. Neuer Podcast. Im Hintergrund male ich eine neue Illustration, die dann hoffentlich auch irgendwann mal im nächsten Artbook landen wird. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis das rauskommt. Also dieses Jahr mit Sicherheit nicht mehr. Aber ihr dürft euch darauf freuen, dass irgendwann mal wieder ein neues Artbook rauskommt, wenn ich genug Illustrationen zusammen habe. Und ich beantworte wieder Fragen von euch. Ich muss das jetzt leider ein bisschen separieren, dass ich die YouTube-Kommentare ein bisschen bevorzugt behandle als die Mail-Fragen, weil das wird hier mir jetzt gerade so angezeigt und da kommen halt zuerst die YouTube-Kommentare und danach erst die Mails. Aber ich habe versucht, das ein kleines bisschen zu mischen, ohne sie vorher zu lesen, aber ich beantworte ehrlich gesagt die YouTube-Kommentare auch lieber, weil die muss ich vorher lesen. Weil die guckt man halt vorher an. Ich muss ja erstmal rausfinden, dass das auch eine Frage ist. Und dazu muss ich sie lesen. Und dann kann ich mir natürlich vorher ein kleines bisschen Gedanken drüber machen, um nicht ganz so viel Scheiße zu reden. Okay. Gut. Fangen wir mit der ersten Frage an. Ach, das ist noch eine Mailfrage. Okay. Ist Noel zufällig... Ach, das ist eine Frage. Juhu. Ist Noel zufällig Franzose und Abel Weißrusse? Wie kommst du auf Weißrusse? Ach so. Ach ja. 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 Fast. Noel ist tatsächlich Franzose. Ist bestimmt am Namen erkannt. Oder an der Art, wie Michael mit dem spricht. Ja, er ist Franzose, ist gebürtiger Franzose, ist dann nach England gezogen. Und hat dort im Exil gelebt. Und Abel ist nicht Weißrusse, Abel ist Russe. Du kommst mit Sicherheit auf Weißrusse, weil ich irgendwann die Stadt Minsk mal erwähnt hatte. Aber Abel ist tatsächlich Russe. Ja, und ist mit Sicherheit auch am Namen erkannt, weil sein richtiger Name ist ja nicht Abel, sondern Abel Nikolai Sergejewitsch Werewitschka. Und das russische W wird ja wie ein B geschrieben, deswegen haben da alle immer gedacht, er heißt Abel, aber er heißt eigentlich Abel mit W. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, ist richtig, Noel ist Franzose und Abel ist Russe. Wie ist es eigentlich, wenn Force Instance fertig ist, so etwas wie eine Manga-Box oder so geben? Ach, das war die Frage. Da ist jetzt die Frage, was genau ist mit Manga-Box gemeint? Meinst du, da ist wirklich so ein zusammenhängendes Pappkästchen, wo man die Mangas alle reinstellen kann? Sowas? Also ich habe ehrlich gesagt über sowas noch gar nicht nachgedacht. Also jetzt pauschal würde ich erstmal sagen, nein, weil ich habe keine Ahnung, wie ich sowas machen sollte. Also es ist mit Sicherheit eine sehr niedliche Idee und auch irgendwann mal umsetzenswert, aber das ist eigentlich was ich selber nicht machen kann, weil ich muss das ja alles alleine machen. Das macht ja keiner für mich. Also alles, was ihr seht, also alles, was ich zeichne, alles, was ich irgendwie promote, meine gesamten Internetauftritte und meine gesamten Auftritte auf Conventions, mein ganzes Merchandise-Zeug, eigentlich meine gesamte Produktpalette, das mache ich alles selbst. Das ist alles von mir erstellt, von mir in Auftrag gegeben und auch von mir bezahlt. Und wie man jetzt so ein Pappkästchen machen kann, habe ich keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Andererseits natürlich auch, wenn Force Instance fertig ist, ist natürlich auch so eine Sache. Ich habe persönlich keine Ahnung, wann Force Instance jemals fertig sein könnte. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, die Geschichte ist umfangreich. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen, dass das in ein paar Bänden abgeschlossen ist. Die Geschichte ist wirklich, 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 das könnte ich jetzt noch ein paar Stunden weitermachen, umfangreich. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Bände es am Ende werden. Also ich werde wahrscheinlich eine abgeschlossene Staffel machen. Aber die Geschichte wird danach auf jeden Fall weitergehen. Also wo und wann ich Force Instance beenden kann, ich habe keine Ahnung. Das kann auf jeden Fall noch sehr lange dauern. Der zweite Grund ist,
Das hier ist ein Manga-Projekt, das ich selbst finanziere. Also ich habe keine Sponsoren, die da irgendwie hinter mir stehen. Ich habe keinen Verlag, ich habe keine Geldgeber, ich habe keine Finanziers. Alles, was ich hier mache, bezahle ich von meinem eigenen Geld, das ich durch einen Nebenjob gerade selber verdiene. Nebenher studiere ich ja auch noch. Und das Ding ist halt, wenn mir das Geld ausgeht, kann ich das Projekt nicht mehr machen. Unabhängig davon, ob es abgeschlossen ist oder nicht. Ich kann es dann halt einfach nicht mehr machen. Wenn das Geld nicht da ist, muss ich Vollzeit arbeiten und dann kann ich das hier alles nicht mehr machen. Und deswegen, also es ist wirklich davon abhängig, inwiefern ich da noch Geld habe und ich da Geld reinstecken kann. Und wenn es halt weg ist, dann fertig. Aber ich weiß nicht, inwieweit man da jetzt Angst haben muss, dass ich die Geschichte nicht beenden kann, weil ich kein Geld mehr habe. Aber so sieht die Realität nun mal aus. Ich habe keine Ahnung. Ich bemühe mich immer, dass alles online bleibt und dass ich die Geschichte in dem Rhythmus, den ich jetzt habe, weiter fortsetzen kann. Aber hundertprozentig versprechen kann ich es nicht. Ich würde gerne, aber wenn es am Geld scheitert, dann habe ich darauf keinen weiteren Einfluss mehr. Dann muss ich halt Vollzeit arbeiten, bis wieder Geld reingekommen ist, bis ich weiter meine Miete bezahlen kann und so weiter. Und ja, so sieht's halt aus. Aber vielleicht, ich könnte vielleicht gerade an dieser Stelle ein kleines bisschen Werbung machen, denn ich verkaufe halt auch Merchandise-Sachen. Und das Geld, das ich dafür einnehme, stecke ich sofort wieder in das Projekt. Also ich nehme nicht das ganze Geld ein und dann fliege ich auf die Bahamas und mache dort Urlaub, sondern alles Geld, was ich dafür einnehme, stecke ich sofort wieder in das Projekt. Also da ist nichts irgendwie, dass ich da jetzt irgendwie davon Urlaub machen könnte oder so. Alles landet wieder in dem Projekt. Und deswegen, also wann immer ihr irgendwas von mir kauft, sei es der Manga, sei es das Artbook, sei es irgendwas von meinen Merchandise-Sachen oder indem ihr spendet, also man kann jetzt mittlerweile auch über PayPal spenden. Sorgt ihr quasi dafür, dass das Force Instas Projekt weitergehen kann, um es mal so plump auszudrücken. Also ihr habt tatsächlich darauf auch ein kleines bisschen Einfluss, ob das so funktionieren kann. Also ich habe da auch eine direkte Support-Seite auf meiner Homepage, die Verlinkung ist in der Videobeschreibung, die ihr euch gerne mal angucken könnt. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie man mich supporten kann, also entweder durch die Käufe oder durch Spenden oder auch einfach nur durch Verbreitung. Dadurch, dass ihr sagt, ja, hier, ich habe Manga gelesen, guck dir den mal an, der ist toll, steht ja alles im Internet, weil den Manga kann man ja kostenlos lesen. Es ist ja nicht so, dass man gezwungen ist, den zu kaufen. Man kann ihn im Internet kostenlos lesen und jeder kann ihn lesen. Es gibt ihn sogar in fucking zwei Sprachen. Es gibt ihn in Deutsch und in Englisch. Das heißt, selbst international kann man ihn irgendwie lesen. Sofern man der englischen Sprache mächtig ist. Und deswegen, also der ganze Manga an sich ist kostenlos, den kann man kostenlos lesen. Aber es ist halt wichtig, dass er verbreitet wird und dass halt auch mehr Leute davon Wind bekommen. Und auch das ist ein Support. Und deswegen ist halt, je mehr ihr mich supportet und je mehr ihr das Projekt supportet, umso mehr habt ihr auch Einfluss darauf, dass das Projekt weiter stattfindet. Und so läuft die Sache halt einfach. Hat das überhaupt jetzt noch was mit der Frage zu tun gehabt? Aber okay, ja. Also, um die Frage nochmal zu beantworten, ich glaube, eine Manga-Box wird es nicht geben. Aber das ist jetzt sehr weit vorgegriffen, ich habe keine Ahnung. Kommen die Ach so, kommen die Force Instance Bände mit irgendeiner Regelmäßigkeit, zum Beispiel jedes Jahr einer? Ich würde ganz gerne. Was ist denn hier los, ey? Das Scheißding? Ja, ich würde es ganz gerne schaffen, im Jahr drei Bände rauszubringen. Ob ich das hinkriege oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich würde es ganz gerne schaffen. Also momentan sieht es ganz gut aus, dass ich das hinkriege. In der Situation, in der ich jetzt bin, das kann sich jederzeit ändern, aber momentan sieht es ganz gut aus, dass ich es schaffe, jedes Jahr drei Bände zu bringen. Mit jeweils drei Kapiteln, die etwa 150 bis 160 Seiten ein Band Inhalt. Oh Herrgott, noch. Oh, Entschuldigung, es tut mir so leid. Also ja, die sollten mit einer Regelmäßigkeit rauskommen.